Was ist Gewalt? Ein anderer Mensch macht was mit mir, es ist nicht angenehm für mich oder es tut mir weh. Ich will das nicht. Es gibt drei Formen von Gewalt: körperliche Gewalt, seelische Gewalt, sexuelle Gewalt. Dieses Video zeigt, was sexuelle Gewalt ist und was gegen Gewalt hilft. Hi. Hallo. Hallo. Ich muss euch unbedingt was erzählen. Na dann mal los. Mike hat am Wochenende zum ersten Mal bei mir übernachtet. Und wie war's? Es war wunderschön. Erzähl, wir wollen alles wissen. Wir sind auf der Couch gesessen und haben uns einen Film angeschaut. Dann hat er mich gefragt, ob er mich berühren darf. Darf ich dich berühren? Ich habe ja gesagt. Er hat dann angefangen, mein Bein zu streicheln. Das war schön. Und dann hat er mich geküsst. Sexualität ist etwas Schönes. Sexualität fühlt sich gut an. Wow, du hast Glück mit deinem Freund. Mit Jule läuft nicht gerade so gut. Was ist denn los? Sie drängt mich. Was will sie denn von dir? Sie mag ein Nacktfoto von mir, ich bin mir aber nicht sicher. Kriegst du mir ein Foto? Eines, wo du sexy bist. Hä? Warum antwortest du nicht? Sorry, ich bin im Stress. Was ist wichtiger als deine Freundin? Ich freue mich an deiner Foto. Was ist jetzt? Ich warte. Ich kann es nicht, ich bin in der Arbeit. Treffen wir später? Geht nicht, ich treffe mich dann mit Freunden. Wisst ihr, ich bin mir nicht sicher, ob ihr so ein Foto schicken soll. Wir sind erst seit 2 Wochen zusammen. Wenn du kein gutes Gefühl dabei hast, dann lass dich nicht drängen. Es ist deine Entscheidung. Sie ist nicht nur wegen dem Foto lästig, sie will auch, dass ich bei ihr übernachte. Kommst du der Wochenende zu mir? Weiß nicht. Wir können sie im Park treffen. Ich mag aber, dass du übernachtest. Du weißt schon. Und das Foto hast du nicht geschickt. Schatz, warum antwortest du nicht? Hä? Was hast du denn zurückgeschrieben? Noch nichts, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Wichtig ist, wie es sich für dich anfühlt. Wenn du dir nicht sicher bist, dann muss sie dir noch Zeit geben. Das musst du ihr auch ganz klar sagen. Du darfst dir Zeit lassen. Du darfst selber rausfinden, was für dich gut ist und was nicht. Es ist okay, wenn du dir noch nicht sicher bist. Du hast das Recht, Nein und Stopp zu sagen. Du hast das Recht, Ja zu sagen, wenn du willst. Sexualität ist nur gut, wenn beide Ja sagen. Über deinen Körper bestimmst immer nur du. Emily, was ist los? Warum weinst du? Ach, das ist nicht so wichtig. Was ist nicht so wichtig? Ich sehe doch, dass du traurig bist. Meine Lieben, ich weiß nicht, ob ich darüber reden kann. Aber wir sind doch Freunde. Es ist ein Geheimnis. Ich darf es niemandem erzählen. Uns kannst du es schon erzählen. Es belastet dich doch, oder? Irgendwie schäme ich mich für das, was passiert ist. Und er hat gesagt, dass ich auf keinen Fall mit niemandem darüber sprechen darf. Er will dich zwingen, dass du nichts erzählst? Da stimmt ja was nicht. Man darf seinen Freunden und Freundinnen alles erzählen, was man möchte. Du hast ein schlechtes Gefühl oder fühlst dich unwohl? Dann ist es wichtig, mit einem Menschen zu sprechen, dem du vertraust. Niemand darf dich zwingen, Erlebnisse für dich zu behalten.
Komm, erzähl jetzt. Wer ist er und was ist passiert? Es hat vor 2 Monaten begonnen. Gerhard, ein neuer Betreuer, hat bei mir im Wohnhaus angefangen. Zuerst war er ganz nett, aber dann ist etwas passiert. Emily, bist du noch wach? Ja, was ist? Darf ich mich zu dir setzen? Okay. Ich will was Neues mit dir ausprobieren. Ich will dich am ganzen Körper mit Massageöl einölen und massieren, damit du dich gut entspannst. Ich habe mir nichts dabei gedacht und zuerst empfand ich das noch als angenehm. Was hat er dann gemacht? Er hat mich mit dem Öl massiert. Er hat mich jedoch nicht nur an den Beinen und am Rücken massiert, sondern auch meine Vulva angefasst. Das war mir sehr unangenehm und ich wollte das definitiv nicht. Daraufhin war ich wie erstarrt und konnte nichts sagen. Du bist nicht schuld, wenn du sexuelle Gewalt erlebst. Du bist nicht schuld, wenn du nicht gleich Nein sagen kannst. Schuld sind immer die Täter und Täterinnen, die deine Situation ausnutzen. Es muss dir nicht peinlich sein. Du bist nicht schuld. Ich bin schockiert. Das darf er nicht, das musst du melden. Er war immer so nett. Er sagte mir, dass das unser Geheimnis bleiben soll. Er hat gesagt, dass ich etwas Besonderes bin und er macht das nur mit mir und sonst mit niemandem. Er hat dein Vertrauen ausgenutzt, Emily. Wir müssen da was unternehmen. Das darf nicht sein. Was soll ich tun? Du kannst es den anderen Betreuern oder Betreuerinnen erzählen. Ruf die Polizei an unter 133. Es gibt auch Beratungsstellen, wo du hingehen kannst. Wenn du Gewalt erlebt hast, solltest du unbedingt die Polizei anrufen. Notruf 133, Euronotruf 112. Du kannst auch mit Menschen darüber reden, denen du vertraust. Das sind zum Beispiel Verwandte, Freunde, Freundinnen, Betreuer, Betreuerinnen, Berater, Beraterinnen oder Therapeutinnen, Therapeuten. Wirklich? Das habe ich alles nicht gewusst. Ich danke euch für eure Hilfe. Es ist wichtig, dass wir viel über Sexualität wissen. So wissen wir besser, was uns gefällt und was nicht. Was okay ist und was gar nicht okay ist. Und man weiß, was erlaubt oder verboten ist. Geht auf jeden Fall mit jemandem, den du gut kennst und vertraust. Du hast das Recht auf sexuelle Bildung. Sexuelle Bildung informiert über Sexualität. Lasst uns hautnah und gemeinsam etwas gegen Gewalt tun. Wichtige Notruf-Telefonnummern 133 Polizei, 112 Euro-Notruf, Notruf für gehörlose und hörbehinderte Personen 0800 133 133. Mehr Infos findest du im Begleittext zum Video. Klicke dazu auf den Link in der Videobeschreibung.